Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Life in the Woods mit dem Hallo Flex. mit Zentos, Hallöchen. Und ihr seht es gerade schon, das Haus ist kaputt. Es wurde nur Das war ein bisschen misshandelt vom Flash. Also es lag daran, man merkt es immer noch, es leckt übelst hier rum und man sieht es auch an FPS, ich habe 18, 22, 24 FPS ja. Hier. Irgendwie haben wir ein Problem mit dem Schank hier. Dass da irgendwas Probleme macht, dass wir kriegen das nicht weg. Also wir haben das Haus können wir, egal ob es abreißen im Singleplayer oder nicht, es bleibt vorhanden. Und da haben wir uns ganz überlegt, wir ziehen einfach um. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Und es wird so passieren, dass wir schon abhauen und nach die Materialien, was wichtig ist, rüberholen. Ja, mit dem Transportieren geht eigentlich relativ schnell. Wir brauchen eigentlich nur so eine Portal-Pipe. Genau. Warte mal. So eine Portable. Ich fange erst mal mit. Logistik. Welche waren das? Ich würde auf jeden Fall noch was mitnehmen hier. Wir brauchen halt diese Remote Order. Also diese Remote Order Pipe dafür. Dann können wir die Sachen von hier aus darüber schicken, alles. Genau. Das ist relativ einfach. Und relativ simpel eigentlich. Dann kann nicht passieren, wenn wir mit einmal aussehen, wenn wir durch die Hölle gehen, zu dem neuen Standort mit einmal verrecken. Und alles weg ist. Ja, das könnte schnell passieren, jetzt gleich sowieso. Apropos. Dip, 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 dip. Alles wird genau. Da ist alles an, ich habe das jetzt oben auch noch offen gelassen, also. Eigentlich mir ist es egal, ob das da oben offen ist oder ja, nischt. Ich werde jetzt ja ein bisschen was mitnehmen. Naja, aber. Und ich frage, was kann man jetzt noch schnell fix mitnehmen? Die Sache ist halt, wo wir hin wollen, das ist ein Riesenberg. Da hatte ich Ostwien hingebaut. Durchs Erkunden und so habe ich das halt gefunden. Ja, und da soll es eigentlich relativ ganz gut laufen. Und wir landen halt mit dem Portal ganz oben. Das Ding ist echt ganz oben. Du kannst halt nicht wirklich eine Hütte drauf bauen. Du müsstest ein paar Ebenen da abbauen auf der Stelle. Oder man geht, krippt sich von da aus runter. Und da sind mehrere Etagen so weit zu. Und guck. Dass du dich da auch hinbauen kannst. Genau. Mit Hütten und so. Dann kann man so eine Art Berghütten eigentlich bauen. Das ist eigentlich ganz, ganz clever. Wäre ja auch nicht schlecht. Nee. Ich werde jetzt das. Na, hast du dir jetzt mitgenommen? Ne. Okay. Wenn beide Magnete haben und relativ weit auseinander stehen, dann springen die immer hin und her. Ja, ich nehme jetzt die auf jeden Fall mit. Ja, wenn dann einer ausmacht, dann sieht der andere es im Inventar. Jetzt gucke ich hier das. Dann nimm doch mal die Bank hier da oben noch mit. Oh. Ich habe jetzt mal Magnet ausgeschaltet, deswegen. Deswegen. Das nehme ich noch mit. Nehme ich noch mit, ich habe glaube ich einen Heater, habe ich sogar sowieso schon mitgenommen. Die Bank habe ich jetzt mitgenommen. Ja. Das wäre jetzt erstmal das die Wichtigste. Die Bank hier noch stehen. Ich stehe halt hier nur, weil. Bis so, einsortieren auf Screen. Jetzt hätte ich mal schnell. Das war eine lahmarschig, deswegen habe ich die kurz gemacht und. Schnell noch pennen. Das relativ schnell. Schnell noch pennen gehen eben. Und eben von da oben die Creative Bank, also die Kepper Bank holen, wenn die da neu ist. Was kann diese Diente noch da oben? Ich schmeiß die Creative Bank jetzt weg. Ja. Das hoffen wir doch mal, dass du die wegschmeißt. Ja. Ich hab sie gerade in der Hand. Das sehen sie ja. Na, hier steht auch noch einiges. Das Problem ist ja, diese Botanien, die habe ich ja voll umsonst da oben gebaut. Ja, oh. Das ist ja nicht so ich schlimm. Ich kann hier trotzdem zurück, weil die Insel, da leckt es ja eigentlich gar nicht so. Nee. Zack. Zack, nee, FPS, wenn ich laufe da jetzt mal kurz hin und schau ich mal. Ne, wo ist die denn? 26, 27, 30, 28. Die sind hier. Wie geht das halt wieder so langsam? Sind die Kappa-Bank.
Kappa-Bank? Ja. Was damit? Wo ist die? Hm? Wo ist die Kappa-Bank hingelandet? Keine Ahnung. Hm. Na gut, wir sind 51, 49, 52 FPS. Ja, sobald wir von diesem Gebiet hier wegkommen, dann ist das eigentlich wieder human. Ja. Nur sobald wir hingehen. Das ist eigentlich schon nichts. Kannst ja also trotzdem fällig bauen. Ja, sicher. So ist das ja nicht. Guck mal, ob ich die vielleicht irgendwo noch hier drinne. Ah, ne, Leusmeld habe ich noch zwei Schmidt. Jetzt frage ich mich, jetzt frage ich mich. Alles auseinander. Ja, ach, selbst wenn ich die jetzt 7 Meter habe, ist das gar nicht egal. Das Geile ist, wenn ich dann zurückrenne, leck. Ja. Leck. Voll kurze Standbild dazu noch. Pumpe, nö. Es geht's gerade wieder. Standbild, Standbild. Gut, das kommt natürlich dann auch alles mit, das müssen wir jetzt. Das kann eigentlich alles da bleiben. Ja. Die ganzen so. Löcher hier sehe. Und Flash war da ja auch noch nicht. Ne. Ich war noch nirgendwo. Also es ist halt auch relativ ordentlich weit weg. Damit auf jeden Fall nichts mit passiert hier. Oh. 10 FPS ihn gehabt, wo ich ja gespielt habe. Hammer hier, ne? Ja. Das merkt man voll, weil das mit einmal nicht mehr flüssiger läuft. Ne, du machst das. Weil du halt die. Wirklich die Bilder sozusagen siehst. Ja, ich greife immer noch das Flüssige da drin. Einmal so einmal rein hier. Ich will jetzt auf jeden Fall zum Beutel fertig haben. Also ein Rucksack will ich irgendwie mit Material noch voll kriegen, dass wir da hinten nicht so nackig stehen. Hier vorne an den ganzen Kisten, wo ich das ganze Zeug reingeschmissen habe. Okay. Also was ich da an dem Haus abgebaut habe. Das ist sozusagen ja auch nackig dann geworden. Da sind einige Steine offen geblieben, da könnten wir eigentlich noch. Ja. Hier so ein Stackholz ist vielleicht gar nicht mal am Anfang schlecht. Und der Gang hier runter ist so schön geworden, ey. Ja, wir müssen es jetzt nicht mehr so tief treiben, wir haben Logistikpipes. So, ich würde sagen, sollen wir schon mal umziehen? Ja, ich komme hoch. Ja. Zack. Ja, der muss jetzt auch weichen, alles. Die Sache ist, wir müssen halt erstmal dann Logistikpipes da stehen haben. Ja klar, was kriegen wir glaube ich hin. Hallo. Hallo. Guck gerade, dass er noch. Hast du noch Essen genug? Ich glaube nicht. Zeig mal ein Bag. Ist da unten was drin? Ja doch. Gut. Das reicht noch. Jetzt gerade, ob hier unten noch was drin ist. 10-mal Chicken Combo. Ja. Gumbo. Da habe ich ein bisschen Raw Beef noch dabei. Alles klar, ich wäre bereit. Die Curve habe ich in den Tag. Ja. Alles klar. Dann lass uns zum Portal gehen. Portal. Ich habe übrigens oben in der Ecke sieht man noch eine kleine Minimap, wenn ich das Buch in der Hand habe. Das habe ich schon. Das braucht man, das ist halt für einen kleinen. Braucht man nicht direkt auf dem Server machen. Bin ich ganz gut. Oh, ich weiß, wo sie sind. Guck mal, hier sind sie. Ich will die mitnehmen. Dann nehmen sie mit. Ich nehme dich mit und ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit. Wir haben zu lange nicht mehr gezockt, deswegen musst du nicht mehr wollen, wie ich ihn gesetzt habe. Ne. I flash die alte Wurst. Ich kann nichts dafür. Was ist das für ein Holz? Nimm mal ein bisschen Holz davon mit. Ja, ist einfach ganz nice. Dann haben wir nämlich ein bisschen Holz zum Bauen. Würde ich auch sagen, ich guck gerade, ob ich noch irgendwo Platz.
Meine anderen Bags liegen noch im Tor. Habe ich keinen Bock jetzt zu holen. Einfach machen wir so und nehmen noch ein bisschen Holz mit. So. Oh, ich hab noch Platz. Ja, komm, dann nehmen wir das auch noch mit. Ein Stick. Yeah, der Flash. Yay. Ich bin jetzt voll gebackt. Voll gepackt. Das Gehirn, hier hört schon fast so ein bisschen eher auf. Habe ich 25 eben gehabt. Ah, hier sind so einige Gebäude. Ich weiß nicht, ob es auch auf leeren, in der ganzen Außenwelt liegt. An dem künstlichen Wald weiß ich nicht, die angelegt worden sind. Keine Ahnung, normalerweise eigentlich nicht. Dürfte Na, gar nicht. dürfte eigentlich nicht alles passieren. War ja vorher auch nicht. Warum braucht ihr so lange? Weil du wahrscheinlich gleich runterfliegst. Ich Das hab das könnte. zumindest. Nee, doch nicht. Ne. Ja,